Hallo Fans und Freunde der Vienna zu einem Vienna Jahresrückblick 2019. Ich habe mir gedacht, wir werden ein bisschen durch Wien spazieren Richtung Hohe Warte zum letzten Mal in diesem Jahr und werden ein bisschen dieses recht ereignisreiche Jahr Revue passieren lassen. Würde mich freuen. Schaut euch das an, kommt mit und come on Vienna. Ja, ganz ehrlich, ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video überhaupt mache, aber es ist einiges passiert dieses Jahr. Wir sind im Finale, im Cup-Finale gewesen, im Happelstadion. Das The Vienna Fanbook ist herausgekommen, auf das ich sehr, sehr stolz bin. Wir haben die Meisterschaft in der zweiten Landesliga gewonnen und sind jetzt in der Wiener Liga auch sehr gut unterwegs. Hans Menasse ist geehrt worden, ein ehemaliger Vienna-Spieler und noch vieles mehr. Und ich habe mir gedacht, wir können sehr, sehr stolz sein auf unseren First Vienna Football Club. Und da möchte ich mich gerne mit euch erinnern an ein wirklich sehr ereignisreiches 2019 und hoffe auch damit Schwung aufzunehmen für ein hoffentlich nicht weniger ereignisreiches und natürlich erfolgreiches 2020. Wenn man sich überlegt, wie es noch vor einem oder eineinhalb Jahren bei der Vienna ausgesehen hat, Konkursgerüchte und jetzt hat sich der Verein wirklich tatsächlich gut erholt und muss ganz ehrlich sagen, wir haben auch ein ganz gutes Team in der Vereinsführung. Robert Hammerl ist sicherlich ein Garant dafür, dass das wirtschaftliche Hinhauen wird gut überwacht, auch von Kurt Swoboda, von der Uni, der darauf achtet, dass das Geld auch wirklich verwendet und richtig und sinnvoll verwendet wird. Und Mario Herzog schaut, dass die Sponsoren bei Laune gehalten werden. Das ist eben sehr, sehr notwendig, denn ihr dürft eines nicht vergessen, der Verein, das ist nicht ein Verein vom Land. In der gleichen Liga, in der gleichen Größe zahlst du in der Provinz sicherlich nicht so viel, als wir hier im 19. dieser riesen Liegenschaft und auch noch Spielmanngasse und den ganzen Betrieb aufrechtzuerhalten, kostet einfach ein Vermögen. Und ihr könnt sicher sein, das braucht noch einige Zeit und auch noch einige Sponsoren. Fußballromantik kann man sich heutzutage nicht mehr leisten in dieser Liga, in dieser Höhe, in dieser Größe, die Vienna nach wie vor hat. Auch mit Jonas Buck haben wir jemanden, der von der Wirtschaftsseite her kommt, Universitätsprofessor der WU mit Schwerpunkt Fußball, Sport. Hängt natürlich auch ein bisschen mehr mit der Vienna zusammen, da seine Tochter beim Verein spielt. Ja, nicht zu vergessen natürlich den Konstantin Honorell, der zuständig ist fürs Marketing bzw. auch für Sponsoren. Und darüber steht der Geschäftsführer Tommy Leu, der das mit sehr viel Ruhe und Übersicht führt. Und habe ich auch ein ganz gutes Gefühl, dass es da positiv weitergehen wird. Eines sollten wir auch nicht vergessen, den Verein zu unterstützen. Geht ein bisschen ab in letzter Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Gute Stimmung zu machen vielleicht. Es läuft nicht so schlecht, es wird besser werden. Und das Unterstützen des Vereins und wirklich dem Verein einen Support zu geben, das wäre wichtig. Ich weiß gar nicht, wie viele von euch wissen, dass es einen Fanbeirat gibt. Der Robert Heidinger hat einen super Job, ist sehr diplomatisch, ist stark mit seinen Argumenten, sitzt an der Schnittstelle beim Vorstand und finde, da sollte man sich einbringen, nämlich auch Verbesserungsvorschläge zu bringen. Kritik ist gut, Kritik ist notwendig. Aber nur das Negative zu sehen,
bringt uns nicht weiter. Es sollten hier auch Verbesserungsvorschläge kommen von euch und das wäre toll, wenn wir da nächstes Jahr gemeinsam dran arbeiten, am Weg in die RLO oder vielleicht sogar noch höher in den nächsten Jahren. Und da sollten wir gut vorbereitet sein und auch wissen, was wir wollen und was wir brauchen und das auch mit dem Verein zu kommunizieren. Und kommunizieren, das ist das Wichtigste in der Gesellschaft, natürlich nicht nur beim Verein, sondern generell. Das heißt auch die Fans untereinander sich organisieren, zusammentun und auch ein Gemeinschaftsgefühl bilden. Ja, das würde ich mir so sehr wünschen in nächster Zeit. Ich möchte den Verein auch gern weiterhin unterstützen, tatkräftig unterstützen mit allem, was ich kann. Fotos, Videos, sehen aber vielleicht Texte, wenn das gewünscht wird. Denn ja, ich finde, wir sollten alle etwas beitragen, um dem Verein zu helfen und weiterzubringen. Gemeinsam sind wir stärker. Ja, liebe Vienna-Fans, endlich auf der Hohen Warte angekommen. Zum letzten Mal in diesem Jahr. Und wie immer ein gutes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, auch ein gutes Gefühl, dass es die Warte überhaupt noch gibt und den Verein, weil die letzten zwei Jahre waren wahrlich nicht einfach. Aber dank der Vereinsführung ist es trotzdem geschafft. Man kann über Gerhard Grisch nicht nur Gutes sagen, er war ein Selbstdarsteller, aber wenigstens die Seriosität ausgestrahlt, die notwendig war und für den Verein ja, so wichtig war. Und ja, wir sind auf einem guten Weg, sagen wir mal so. Und alles andere, an dem sollten wir mitgestalten und sollten wir uns auch ein bisschen einbringen und auch die Dinge mal ein bisschen auf sich zukommen lassen und auch Geduld haben, das gebe ich schon zu. Aber naja, mit der Kommunikation, da hapert es noch so ein bisschen. Ich werde mich auch hier auf Kammern Vienna auch wieder mehr engagieren. Ich hoffe, dass ihr hier dabei bleibt, mich auch hier unterstützt, euch hier einbringt, mir eure Erlebnisse erzählt, mir eure Lieblingsmomente im Jahr 2019 erzählt, die ihr gehabt habt mit der Vienna. Und hoffe für uns, dass wir uns zahlreich wiedersehen, nicht nur hier auf der Hohen Warte, sondern bei allen Matches des First Vienna Football Club und gemeinsam auch viele Feste feiern werden. Meine Lieben, danke für dieses tolle 2019er Jahr und ich hoffe für uns, dass wir ein erfolgreiches 2020er Jahr erleben werden und ja, auf ein gutes neues Jahr. Kammern Vienna.